6 ist 1 mal 2 mal 3 und ist auch gleich 1 plus 2 plus 3. Deswegen wird 6 als perfekte Zahl bezeichnet. Allgemeiner nehmen wir irgendeine Zahl, zum Beispiel 15, und schauen alle Zahlen an, durch die sich 15 teilen lässt. Bei 15 sind das 1, 3, 5 und 15 selber. Rechnen wir jetzt 1 plus 3 plus 5 aus, dann kriegen wir 9, was nicht gleich 15 ist, deswegen ist 15 keine perfekte Zahl. Nach 6 ist die nächste perfekte Zahl 28, denn 28 lässt sich teilen durch 1, 2, 4, 7 und 14 und 28 selber. Und wenn wir jetzt ausrechnen, 1 plus 2 plus 4 plus 7 plus 14 ist genau 28. Eine große ungelöste Frage ist, ob es eine ungerade perfekte Zahl gibt, also eine perfekte Zahl, die sich nicht durch 2 teilen lässt. Obwohl die perfekten Zahlen schon von Euklid 300 vor Christus studiert wurden, ist die Antwort auf diese Frage immer noch nicht bekannt.